Hello again, happy morning in the morning. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, und einige von euch sind in einer ganz miesen On-Off-Geschichte und oder er kommt immer wieder, meldet sich immer wieder. Ganz viele haben mich angeschrieben. Und ich dachte mir, genau für diese Gruppe von Menschen mache ich jetzt einfach mal ein Video und befrage die geistige Welt sozusagen, was will er eigentlich oder was will er wirklich und was trennt euch eigentlich und vor allem, was passiert als nächstes. Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, weil jeder, der in einer solchen Situation steckt, der fragt sich natürlich, was will denn der eigentlich oder was will der überhaupt wirklich? Und ja, vielleicht können wir in diesem Orakel die ein oder andere Botschaft rausbekommen. Und das gilt natürlich immer für denjenigen, der mit diesem Orakel in Resonanz geht, weil es ein allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden zutreffen kann. Und jetzt schauen wir mal, was hierzu die Karten sagen. So, was will er eigentlich wirklich? Ja, also, hier liegt erstmal die Beziehung, die Verbindung, aber hier legst du dich auch selber ins Bild und wir haben aber auch die Schlange. Und naja, was will er wirklich? Das kann man jetzt ja, wie soll ich sagen, er will dich, aber da scheint es halt eben auch noch eine andere Frau zu geben. Und wenn es diese andere Frau tatsächlich sein sollte, und es kann natürlich auch sein, dass es hier einfach um Probleme auch geht, um Umwege, Irrwege in der Verbindung zu dir, dann kann es auch bedeuten, dass, ja, keine Ahnung, also eigentlich ist es für einen, also für den männlichen Part eher nicht ganz gängig, aber ich würde sogar sagen, dass er das Drama in der Verbindung zu dir oder mit dir sucht. Ne, ich sag jetzt eher, aber ihr wisst ja, wie es ist, je nachdem, wer zuschaut, dreht sich das um auf seinen Herzensmenschen. Aber vom Gefühl her, ganz ehrlich gesagt, bekomme ich hier ganz klar rein, hier geht es um jemanden, der in Verbindung mit einer anderen Frau ist, beziehungsweise in einer Beziehung zu einer anderen Frau und auch in einer Beziehung zu dir. Und der will das beides. Und wenn es die Probleme wären und die Umwege, für was die Schlange auch steht, oder dann könnte es sogar tatsächlich sein, dass er trotzdem an dir festhält und daran interessiert ist, die Probleme, die natürlich zu Umwegen führen, auch zu heilen, denn die Schlange steht ja auch für Heilung, Entfaltung, Durchhäutung, ne? Man heilt, man streift eine alte Haut ab und erneuert sich. Das kann es natürlich auch sein. So, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Was trennt euch? Verlust, Angst. Was trennt euch? Da habe ich die Verwurzelung und die Sonne. Also, es ist echt krass, gell? Aber man sieht hier an diesen beiden Karten, dass man sich einerseits
verwurzelt miteinander fühlt. Und auch mit der Sonne geht es um eine glasklare, wunderschöne Zeit, die ihr habt, die euch aber auch genau deshalb trennt. Und jetzt, ne, also wenn du die letzten Videos angeschaut hast, oder zumindest das vorletzte, und in diesem Orakel hat man schon gesehen, dass jemand möchte, aber er sehr starke Schwierigkeiten hat durch seine Verlustangst, die sich in dem vorletzten Orakel oder Video als Eifersucht entpuppt hat, oder das vorletzte, ich weiß es nicht, sieht man jetzt hier zum Beispiel, dass dieser Mensch, ne, auf dem Posten, was euch trennt, ist erstmal die Verlustangst oder die Angst, dass du ihn verlassen könntest, oder die Angst, dass jemand anderes dich ihm wegnimmt, ne? Weil eigentlich habt ihr hier eine wunderschöne Verbindung miteinander. Ihr seid fest verwurzelt, was aber auch krank, die feste Verwurzelung, denn der Baum steht ja auch für Krankheit, beziehungsweise einerseits für feste Verwurzelung, und auf dieser Karte ist es auch so schön dargestellt mit dieser fließenden Acht, was aber halt eben auch irgendwo noch krank, aber mit der Sonne, ja, geht es auch um was Herzliches, was Tiefsinniges, was Warmes, was Geborgenes, etwas, was eigentlich auch von Erfolg gekrönt ist, weil es hier um etwas sehr Nahes geht, etwas sehr Starkes geht. Und der Hund unterstreicht es natürlich noch mit seiner Treue, mit seiner Loyalität und auch mit der Zugehörigkeit, ne? Wir alle wissen, wie eng verbunden Halter und Hund sein können, wie sehr treu und loyal der Hund zum anderen steht. Und es könntest jetzt zum einen du sein, ne? Weil ihr jetzt hier nebeneinander liegt. Und der Grund für diese Verlustangst eben immer wieder zu diesem Problem führt, durch den Ring halt eben auch immer wieder dieser Kreislauf entsteht oder kommt. Ne? Der Kreislauf, der immer wieder kommt und immer wieder, ja, chronisch ist. Aber das möchte auch alles geheilt werden, weil die Sonne steht ja auch für Heilung. Heilung der Verlustangst, Erfolg, was die Verlustangst betrifft. Weil derjenige aktuell zumindest vielleicht noch nicht erkannt hat, dass er dir sozusagen, er ist ja mit dir fest verwurzelt, er ist dir eigentlich auch treu und loyal, steht er dir zur Seite oder ist vergeben, und du aber auch genauso, bloß du drehst dich halt auch hier weg, ne, weil du halt auch keinen Bock mehr hast und keine Lust mehr hast. Aber das mit der Treue und der loyalen Ergebenheit, treuen Ergebenheit zu dir, das ist ihm noch nicht so wirklich bewusst. Wir sind nämlich hier beim Hausplatz der Wolken, wohlgemerkt. Und so, jetzt schauen wir mal, was als nächstes passiert. Da haben wir den Berg mit den Blockaden. Ne, und der Berg ist halt auch immer von der Zeitqualität her 3 bis 5 Wochen, weil der Berg und die Blockade stellt immer etwas dar, was halt locker und locker und leicht nicht, ne? Es kommt immer drauf an, was es ist. In dem Fall ist es die Verlustangst, die halt immer wieder zu Problemen führt. Also diese Verbindung ist halt eben auch von Problem gekrönt. Hier auf dem Hausplatz des Reiters, die erste Karte, die Aktivitätskarte. Also, ne, es geht halt hier erstmal um das ständig wiederkehrende Problem, um was es halt hier geht, ne, hervorgerufen durch die Verlustangst in Bezug auf dich. Oder es geht hier um dich in diesem Orakel, dann legst du dich hier ins Bild
Und dann schaust du aber hier jetzt in die Verlustangst rein, auf dem Hausplatz des Hauses. Ne? Du schaust hier in dein Inneres rein, in dein Seelenleben und erkennst, dass das genau ja, das ist, was krank, das ist, was heilen möchte. Auch zwei ganz wichtige Karten, die hier nebeneinander liegen, weil der Baum, wie gesagt, steht einerseits für die Verwurzelung und einerseits für das, was halt gerade krank. Auf dem Hausplatz des Baumes ist immer das, was wachsen möchte, was stabil werden möchte, sozusagen. Also das, was im Seelenleben, im inneren Bereich krankt. Und das wird halt auch geheilt mit der Sonne hier. Und dann kommt auch wieder Klarheit rein. Ne? Hier ist der Hausplatz der Wolken. Kommt auch wieder Klarheit rein und es wird klar, ne, dass man zusammengehört, dass man sich treu und loyal zueinander steht, aber dass der Grund für diese Problematik oder diese immer wiederkehrende Problematik halt eben eine gewisse Angst ist. So, und diese Blockade auf dem Stapel, was als nächstes passiert, geht also sozusagen raus, weil, und es ist hier jetzt auch nochmal ganz interessant, der Berg liegt hier auf dem Hausplatz der Schlange, ne? Also das Problem, was aktuell besteht oder auch schon lange besteht, das sehr aktiv ist, ne? Der Hausplatz des Reiters, geht sozusagen raus, weil man es schafft, diesen Berg, diese Blockade zu überwinden und dann wird es einen Neubeginn geben, was bis dahin nicht möglich ist oder nicht möglich war. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die nächste Karte an, was als nächstes passiert. Also wir wissen, es wird einen Neubeginn geben. Ja, und dann haben wir die nochmal die Wolken. Es wird einen Neubeginn geben, der zunächst erstmal zu Unklarheiten führt. Und wenn man sich jetzt diese Linie hier anschaut, dann ist hier auch gleich klar, dass eine Heilung mit dem Baum, ne, diese Heilung, die zur festen Verwurzelung führen soll, ja, wie soll ich sagen, selbst wenn man etwas erkannt hat, dann hat es auch immer noch was damit zu tun, sich an diesen neuen Zustand zu gewöhnen. Das heißt, man hat vielleicht das ein oder andere verstanden, aber bis es tatsächlich zu dieser Häutung und Erneuerung kommt, damit es dann zu dieser festen Verwurzelung kommt, muss natürlich noch verinnerlicht werden, ne? Muss es verinnerlicht werden und diese neue Veränderung, dieser Klarheit ist halt dann auch immer noch so ein bisschen, es braucht halt einfach auch Zeit, um in der neuen Energie zu bleiben. Auf jeden Fall haben wir hier den Hausplatz der Blumen, das bedeutet, ja, vielleicht kann der andere auch mit dieser neu gewonnenen Erkenntnis oder Entfaltung noch nicht so wirklich was anfangen. Auf jeden Fall haben wir aber hier den Hausplatz der Blumen. Die Blumen sind immer das Geschenk, immer die Harmonie. Auch wenn es hier erstmal noch Unklarheiten gibt in Bezug auf dich oder bei dir selber, dann spielt es im Prinzip keine Rolle, weil das Allerwichtigste an dieser Legung ist die Erkenntnis der Verlustangst und die Heilung der Verlustangst und der dadurch resultierenden festen Verwurzelung du zu dir selber und dementsprechend auch automatisch zu deinem Gegenüber, denn alles, was du in dir selber heilst, beziehungsweise in die Stabilität bringst, begegnest du natürlich auch dann im Außen und im Außen kommt es dann zu dir. Also egal, was dir in dieser neu gewonnenen Energie quasi ähm,
Ja, widerfährt ist halt auch immer angepasst an deine neu gewonnene Energiefrequenz. Ja, deinem neuen bewussten Sein. Und was ist jetzt das Ergebnis von dieser ganzen Legung? Beziehungsweise, ja, wie kann man diese Nennung jetzt noch sehen oder tiefer gehen? Da haben wir hier den Mond. Das bedeutet, dass dieser Trouble, den es in dieser Beziehung gab, ne, egal ob jetzt, ob es hier um eine andere Frau geht, ob es um die Probleme geht, die immer wieder gekehrt sind, sind eigentlich in der Ursache auf Gründen von Ängsten. Das haben wir ja auch schon hier, ne? Verlustängste sind ja auch ein Ergebnis von Ängsten oder die Ursache von Ängsten. Wichtig ist aber, und das ist das Allerwichtigste, dass halt genau diese Ängste hier mit der Sonne und mit dem Baum geheilt werden und du dich dadurch verwurzeln kannst oder verwurzeln wirst in dich selber in Form, dass du deine Ängste heilst und dadurch einfach du für dich in deinem Seelenleben innerlich mehr verwurzelst und auch mit dieser daraus resultierenden höheren Energie beziehungsweise positiven Energie und höheren Frequenz, in der du dann schwingst, es einfach logisch ist, dass es dann einen Neubeginn in deinem Leben gibt, den man sich aber natürlich körperlich auch noch anpassen muss. Und dann wirst du diesbezüglich halt auch aktiv. Und diesbezüglich geht es für dich halt auch in einen Neubeginn. Passt auch wieder zu den letzten Legungen. Na, es geht um neue Energien, neuere, höhere Frequenzen, in denen du dann schwingst, die automatisch zu einem Neubeginn führen. Na, ich könnte jetzt einfach weitere Karten ziehen, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, was jetzt aktuell ist in Bezug auf dich und deine aktuelle Situation. Und was er hier nochmal, um zurückzukommen auf die Überschriften der Stapel, was will er wirklich? Er will eigentlich mit dir in eine Beziehung. Was dazwischen steht, ist entweder eine andere Frau oder Probleme, die aber etwas mit ihm zu tun haben, ne? Egal ob es jetzt eine andere Frau ist oder Problematiken, ein Mutterthema kann die Schlange ja auch darstellen. Ja, also er will schon wirklich dich, aber da ist halt eben auch die Problematik. Was euch trennt, sind hier Ängste, Verlustängste und das fehlende Erkennen, dass man miteinander verbunden ist, miteinander verwurzelt ist und auch mit dem Hund als Zeichen sich treu und loyal ergeben ist. Aber diese Angst ist halt eben das, was euch halt eben auch trennt. Ja, was passiert als nächstes? Als nächstes passiert, dass diese Blockaden, die für diese Probleme oder diese andere Frau zuständig sind, überwunden werden, es zu einem Neubeginn kommt, wenn es auch nicht gleich und nicht sofort klar ist, was aber zur Klarheit kommen wird, weil er einfach noch in dieser Ängstlichkeit ist und dann aber in die Pötte kommt, quasi in Aktion kommt, diese neu gewonnene Energie und der Ablösung der Verlustängste dann in Erscheinung oder in Aktion treten wird, was die Gefühle betrifft. Und das ist sozusagen halt auch eben das Geschenk. Das heißt, es wird ein Kapitel in seinem Leben beendet werden, ne? Und zwar das, was für die Probleme gesorgt hat. Entweder die Frau, die Probleme oder was auch immer, ne? Da musst du dich selber reinfühlen. Und dann kommt es hier zur festen Verabredung.
Verankerung, ne? Und das mit Sicherheit. So, und jetzt könnte ich ja immer weiterlegen, aber darum geht es nicht, ne? Ihr wisst jetzt, was er wirklich will, was euch tatsächlich trennt und was halt eben als nächstes passiert und warum vor allem das Ganze so ist, wie es ist. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch, dir ganz viel Kraft und Energie und einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Video. Deine Sandra.